Implosion, ja. Ganz normal, Zauber. Ich gehe mal jetzt einen Tick näher ran. Damit ihr Schrapnell alle auf den gehen. Das kratzt ihn nicht mal wirklich. Okay. 8 Punkte Implosion. Ja, komm. 8 Punkte verbrennen. 64er Implosion. Also, der hat sehr viel Magieresistenz. Körperlich nicht so wirklich. Das heißt, wir sollten ja einfach alle verprügeln. Geht ziemlich gut, ja. Okay, rundenbasierend aus. Verprügeln wir die einfach alle. Man muss nur ihre Schwächen kennen, ha? 500 Gold, 500, 500, 2000. Kaufen. Und du mach dich mal selber bitte unängstlich, das ist doch albern. So. Hier ist nichts. Da geht's weiter. Hier ist ein kleiner Raum. Schicksalsritter. Au. Oh. Du Furchtverjagen bei ihm. Hau, 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 hau. Oh oh. Du. Geteiltes Leben. Kurz gucken, ob alle Waffenrüstung noch da sind. Ja, sind noch da. Ganz so gut wie geplant. Läuft das irgendwie auch nicht. Also es geht, aber... Ich bezweifle langsam doch, dass sie körperlich mehr Schaden nehmen als durch Magie. Du... Kraftheilung. Alles okay, alles okay. Todesritter. Natürlich kann es auch sein, dass die Todesritter gerne körperlichen Schaden nehmen. Also durch körperlichen Schaden mehr Schaden nehmen. Und dass die anderen, die Verdammnisritter zum Beispiel, eher durch magischen Schaden. Das wäre natürlich richtig gemein. Guck. Bei euch weiß ich, dass ihr durch Magie mehr Schaden nehmt. Sieht man ja auch irgendwie. Oh. Das könnte der Kriegsherr sein. Es führt kein Weg aus diesem Raum raus. Oder ist da hinten eine Tür? Au. Hey. Au, 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 au. Okay, wir sind gleich tot. Aber ja, was bist du? Weg, 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 weg. Das könnte wirklich der Kriegsherr sein. Wir haben nicht mehr allzu viel hier zu tun. Wir werden trotzdem uns einmal zurückziehen müssen. Weil sonst haut er uns zu Klump und das wäre nicht ganz so schön. So knapp vor Schluss. Wir müssten doch eigentlich hier unten schlafen können. Ist weit genug weg von ihm. Na, er verfolgt uns, okay. Hier vielleicht irgendwo. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Er verfolgt uns nämlich echt. Da hinter der Wand ist er. Nee, komm, okay. Wir gehen ja schon raus aus deinem Schloss. Menno. Ich glaube, der könnte hier ganz bis zum Eingang laufen, wenn er will. Nichts wie Weg. Du. Fackellicht. Du. Tag der Götter. Rein da. Du. Tag des Schutzes. Hier könnt ihr gleich schon auftauchen. Also, Vorsicht. Und noch den anderen Lichtbuff bitte sprechen. Den anderen Lichtbuff. Komm. Hopp. Komm. Also. Ne, da hinten lauert er. Also hier rum, darum. Jetzt erstmal eine ganze... Wo bist du? So, hier nochmal rum. Und da bist du. Da. Junge. Da bist du. Volle Breitseite. Klitzeklitzekleinen Schaden.
Ah doch, schon besser. Halbzeit. Oh. Aus wie viele Kisten, sehr gut. Und weg. Furcht verjagen. Plündern. Okay. Du, Furcht verjagen bei Gerogon. Leere Riesenkiste. 2400 Gold ist okay. 1000 Gold. Trägersresistent gegen Krankheiten auch nö. 2 plus 10, naja. Schwert weg. Keine zweite Seite. Du hast einen Schlüssel gefunden. Was für einen Schlüssel? Abstellkammerschlüssel. Davon hatten wir doch schon einen, oder? Ja, da. Abstellkammerschlüssel. Ah, deswegen hatten wir zwei. Oder haben wir jetzt zwei? Das ist für den Raum, der doppelt abgeschlossen war. Ganz am Anfang. Aber was ist da jetzt drin? Unsere Helden haben kein kribbeliges Gefühl. Die sagen, das ist alles okay. Hier ist keine Gefahr. Also es ist wahrscheinlich ein Raum voller Schätze. Klick. Ja, okay. Fässer sind nett. Leeres Fass, leeres Fass. Ja, auch wenn die Hälfte davon leer ist. Leer. Orange kriegst du. Grün kriegst du. Ah, sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Aber ich hätte mir irgendwie mehr erwartet. So eine Beutel mit 160 Gold drin sind nicht so wirklich stark, wenn man bedenkt, dass die Todesritter selber 1 bis 2000 Gold gegeben haben, jeweils. Aber na gut. Rote Flüssigkeit. Lila farbene Flüssigkeit. Ja, ein 50 Goldspeer. Schwert. Blau war Charisma, genau. Und ein Lederkäppi, das wir in Neusorbigal hätten kaufen können. Leeres Fass. Doofe Axt. Grünes Fass. So, fertig. Das war die Festung des Kriegsfürsten. Die Schlüssel sind jetzt auch weg, weil sie verbraucht wurden. Gut, weil sein Inventar ist doch schon ziemlich zugemüllt. Das hier übrigens auch alles. Wo war denn jetzt die Aufgabe? Besiege den Kriegsfürst und bringe einen Beweis dafür zu Osric Temper. Okay. Ankh. Das war aber nicht vom Kriegsfürsten, der Ankh. Der Ankh war von dem Silvergar-Typen. Was für einen Beweis haben wir dafür, dass wir den Kriegsfürsten umgebracht haben? Das ist jetzt nicht so gut. Aber vielleicht hat ja irgendeiner unserer etwas dubioseren Helden den Kopf mitgenommen oder so. Gucken wir mal ganz kurz. Wir springen einfach nach Freehaven. Und fliegen dann zur Burg Temper, wenn das denn die Burg Temper war, die hier ist. Fliegen. So. Das war der Rat. Da könnten wir bei Zeiten auch mal hingehen und gucken, von wem wir überhaupt noch Aufgaben erledigen müssen. Also wo wir noch Daumen hoch brauchen. Und es soll ja auch einen Verräter geben mit Silver Tang oder so ähnlichem Namen. Halt, wer ist da? Osric Temper. Osric Temper, Herr des Westens und oberster Ritter des Reichs. Mhm. Suchauftrag des Rates. Das waren die Teufel. Kempe. Gute Arbeit, exzellent. Ich war mir nicht sicher, ob du lebendig zurückkommen würdest. Kerkmond hätte mehr Potenzial, als ich gedacht habe. Nee, hatte mehr, als ich gedacht hatte. Aber du bist sicher mehr wert als eine ganze Armee von Kerkmonds. Du hast dich dem Range eines Kempens würdig erwiesen. Habe keine Angst, die Waffen zu erheben, um das Recht zu verteidigen. Mögen deine Feinde deine Ankunft fürchten und deine Alliierten sich unter deinem Banner sammeln. Denn jetzt befördere ich dich in den Rang eines Kempen. Sehr gut. Du bist jetzt also ein Kempe. Und wir haben alle Stufenaufstiege. Das heißt... Stadtportal, Freehaven. Das ging schnell. Stufenaufstieg. Geschlossen. Komm schon. 1, 2 Stufenaufstiege.
Also wahrscheinlich ein Stufenaufstieg für die ganzen Gegner, die wir besiegt haben, und ein Stufenaufstieg für die Mission jetzt. Das heißt, wir haben 37 Punkte zum Verteilen. Ups. Das war fast verklickt. Meister brauchten wir, glaube ich, nur 7. Na gut. Was hättest du denn gerne? Panzer bringt dir nichts, Schild bringt dir nichts, reparieren ist okay. Kondition wollten wir noch Meister werden. Lernen, nö. Komm, machen wir Axt und Axt. Das bringt jeweils Angriffswert und Schadenswert höher. Bei dir sieht das anders aus. Du brauchtest 6. Sinn, ich glaube Meister. Der ein oder andere mag sich fragen, warum wir das brauchen. Ist für die Story wichtig. Es wird einem nirgendwo gesagt, was echt doof ist, aber man braucht es, um das Spiel zu beenden. Ich bin mir nicht sicher, ob Experte reicht oder ob das höher sein musste. Falle bist du höher. Kondition kannst du mal auf 7 bringen. Erde reicht 4. Kette und Speer könntest du mal erhöhen. Du brauchst noch recht viele Punkte. Du hast 28. Ich hätte dich gerne als Ledermeisterin. Das klingt jetzt komisch. Aber damit sie halt keine Erholabzüge mehr hat. Also mache ich das mal auf 7. Und Kondition erhöhen ist okay. Und die restlichen Punkte bewahren wir auf. Genauso hätte ich gerne dich als Kettenmeisterin. Zim, zim, zim. Geist, spirituell sind auch auf 4 und 5. Ich guck mal ganz kurz, was für Zauber wir wirklich hier benutzen. Hiervon benutzen wir nichts wirklich, außer Furcht verjagen und Irrsinn heilen und Lähmung heilen. Aber da ist es vollkommen egal, ob wir Experte oder Meister sind. Bei spirituell machen wir geteiltes Leben. Addier zum Pool 3 Trefferpunkte pro Fähigkeitspunkt. Das wäre echt nicht schlecht. Da würde es sogar glatt Sinn machen. Und beim Tod erwecken würde es länger halten, aber nö. Nö, also bei spirituell würde es eventuell Sinn machen, momentan nur wegen einem Zauber. Körperlich. Kraftheilung. Heilt alle Charaktere in deiner Gruppe auf einmal. 10 plus 2 pro Fähigkeitspunkt. Das heißt, der hier ist gar nicht so gut, also bei weitem nicht so gut wie der hier. Der kostet genauso. Kostet weniger? Kostet weniger. Heilt mehr. Ne, heilt nicht mehr. Weil der andere hat 10 plus 2 pro Fähigkeitspunkt und der hier hat 3. Das heißt, er macht nur wirklich mehr, wenn man auch viel spirituell hat, was wir momentan noch nicht haben. Aber ich glaube, langfristig wird der hier besser sein. Vor allem, weil er die Lebenspunkte auch hin und her verschiebt. Also wenn die alle jetzt hier fast keine Lebenspunkte haben und Georgon voll ist, und Georgon hat viel mehr Lebenspunkte als die anderen, dann geht er meinetwegen auf 50% runter und die Mädels schießen alle auf 100% hoch. Das ist sehr praktisch. Also ja, spirituell sollten wir definitiv noch trainieren mit ihr. So. 5 Punkte bewahren wir uns auf. Okay, was haben wir jetzt? Wir hätten gerne eine Kettenmeisterin, Ledermeisterin, Kettenmeisterin. Na, wir hätten bei ihr auch Kette erhöhen sollen. Na gut, Ledermeister. Springen wir mal ganz kurz. Leuchtfeuer. Zurückspringen. Burg Ironfist. Was? Was war das? Du. Leuchtfeuer. Nein! Ich habe doch extra zurückgerufen gemacht. Okay. Wir reiten jetzt. Wir springen jetzt nach Neusorpigal. Gehen von da aus. Hufeisen? Nein. Gehen von da aus nach Burg Ironfist. Gehen von da aus nach Burg Ironfist. Fliegen nochmal zu dem Guru. Um da noch einen Punkt zu setzen. Und vorher können wir hier kurz gucken, wo der Meisterlehrer ist für Leder. Schildplatte Leder? Oh, hallo. Nee, Kette. Schön, dass du... hallo. Lederrüstung. Arlen Sailor leitet die beste Schule, die den Umgang mit Lederrüsten lehrt.
Er hält seine Kurse normalerweise in der Nähe von Burg Stone. Wer war Stone? Lord Anthony Stone? Mark von Blub? Wo war der? Ich glaube in Whitecap. Also ja, den können wir als nächstes suchen. Holen wir uns erstmal ganz kurz den Punkt hier oben nochmal neu, weil irgendjemand den überschrieben hat. Wir wollen ja keine Namen nennen oder so. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir so einen Sprungpunkt in der Luft setzen und wir haben kein Fliegen aktiviert, wenn wir uns hinteleportieren. Sind bestimmt schon ein paar Magierlehrlinge gestorben. So, weg, 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 weg. Weg. So, du. Du. Leuchtfeuer setzen. Da. Gut.